alle Highlights und Tore gegen den Gebietsligisten Hainfeld. Und im Anschluss auch das Interview mit Extrapittler Ümit Korkmaz. Ja, Ümit, wir kennen dich aus Rapid-Zeiten und auch aus dem österreichischen Nationalteam. Was führt dich in die Gebietsliga zu Hainfeld? Es gab ein paar gute Gespräche mit dem Trainer und mit dem Präsidium. Und ich wollte auch wieder in den Fußball einsteigen. Natürlich können wir jetzt über die Liga reden, aber die Mannschaft will Meister werden. Wir wollen Meister werden, wir wollen hoch oben mitspielen. Ich glaube, letztes Jahr Vizemeister sogar gewonnen. Ja, es ist Vergangenheit. Wir schauen auf dieses Jahr und so viele Punkte wie möglich holen. Auch ein gutes Feeling, wieder in meinem Team zu sein. Super Kameraden habe ich. Und wenn der Erfolg da ist, dann wird alles perfekt. Sehr gut. Dann habe ich noch eine Frage. Wie findest du das Niveau von uns, von Mariansbach? Hättest du geglaubt, dass es so knapp wird gegen eine zweite Klasse Mannschaft? Ach, Ball ist rund. Du weißt, wir haben, du siehst auch im tagtäglich im Fernsehen Manchester gegen Rapid Wien oder keine Ahnung. Und da tun sich die Mannschaften schwer. Es hat jetzt in der Vorbereitung wenig Bedeutung, dass einer in der zweiten Klasse ist oder einer in der Gebietsliga ist oder einer in der Bundesliga ist. Für mich persönlich war das mein erstes Spiel und ich muss ein bisschen nachholen. Sieg ist Sieg. Ja, 90 Minuten gespielt und dann auch noch das Tor von dir. War das eins deiner schönsten Tore, das du da gemacht hast jetzt? Ich habe auch in der deutschen Bundesliga auch gegen Lask Linz. Frankfurt oder Bochum? Was war das? Frankfurt habe ich auch sehr schöne Tore gemacht. In Bochum habe ich auch sehr schöne Tore gemacht. In Wien, bei Rapid Wien gegen Lask Linz 2-1 geschossen, wo wir Meister geworden sind. Wenn ich Tore mache, sind meistens so halbwegs schöne Tore. Leider habe ich wenige gemacht, aber ich freue mich. Das Tor war schön. Okay, danke, Ümit.